Hallo und herzlich willkommen zurück beim Let's Play von Alone in the Ark. Ganz allein unterwegs, nach wie vor natürlich. Und ja, wir haben da wenigstens den kleinen Vogel gefunden. Ja, einen Vogel abgeschossen. Ich glaube, wir nennen ihn Dünnbrettbohrer oder so, je nachdem, was noch für Vorschläge wieder bei den Namen kommen. Aber ich finde Dünnbrettbohrer, also so wie er sich da reingebohrt hat, das passt irgendwie. Ich will nochmal angeln mit euch jetzt gerade. Ich will das jetzt nochmal ausprobieren, ob wir da auch nochmal irgendwie was Gutes rauskriegen. Weil zuletzt war es ja irgendwie eher schrottig, was wir da raus haben. Naja gut, und während wir da angeln, kann ich mit euch nämlich mal über so ein paar Sachen reden, die in der letzten Zeit hier vorgefallen sind oder passiert sind. Wo ich einfach... Oh, ich weiß gar nicht laut genug Scheiße brüllen kann. Es ist wirklich... Also manchmal ist YouTube wirklich... Oder was heißt YouTube? Also das Leben als YouTuber oder um einen herum, das ist einfach manchmal nur... Also dass man echt fast den Spaß an der Sache verlieren kann. Das ist wirklich grausam. No Man's Sky, ne? Ganz großes Thema. Ihr habt es vielleicht auch ein bisschen verfolgt oder mitbekommen. War ich ja eingeladen zum Event, zum PlayStation 4 Release Event. Das war hier in Darmstadt bei mir vor der Haustür bei der ESA. Super coole Sache. Ist, sag ich mal, von der organisatorischen Seite her, man hätte es besser machen können. Aber da hätte ich überhaupt nicht auch nur ansatzweise drüber gemeckert. Aber wie gesagt, ansonsten eine ziemlich coole Sache, die ich super gern wahrgenommen habe und wo ich auch echt stolz war und dankbar war, da mitmachen zu können und dabei zu sein. Und dann war ich dort und wir haben sind so in die Gespräche gekommen, haben dann offenbart bekommen, dass wir alles von No Man's Sky, dass es da eine NDA gibt. Ja? Dass es eine NDA gibt, also eine Non-Disclosure Agreement, und wir alles, was wir von No Man's Sky und von diesem Event eben aufnehmen und dergleichen erst am 9. August um 17 Uhr zeigen dürfen. Auch überhaupt kein Problem. NDAs, also solche Vereinbarungen, sind absoluter Standard und die Hersteller wollen ja auch ihr geistiges Eigentum möglichst lange schützen und da eben nicht irgendwie, dass da zu viel gespoilert wird und dergleichen im Vorfeld. Also soweit auch völlig okay. Dann haben wir zugesichert bekommen, dass wir eben am 8. oder am 9. August die Keys zugesendet bekommen, damit wir auch ein bisschen vorproduzieren können, also schon mal ein paar Videos machen können und dann eben gleich beim, wenn diese NDA fällt, dann eben loslegen können und was veröffentlichen können. So, jetzt haben wir heute den, wann nehme ich das hier jetzt auf? Wir haben heute den 10. Heute haben wir den 10. Ich habe bis heute noch keinen Key erhalten. No Man's Sky ist mittlerweile offiziell rausgekommen. Und viele andere ringsherum haben die Keys erhalten, soweit ich weiß sogar alle. Und das Geniale war, von diesem Event wurde das erste Video veröffentlicht, was ich zumindest gesehen habe, am 9., da war ja die NDA, bis zum 9. um 17 Uhr, nochmal zur Erinnerung. Das erste Video von diesem Event kam raus am 9. August um 5 Uhr morgens, ja. Die anderen dann auch teilweise früher. Die ersten Let's Plays von No Man's Sky kamen, also die ersten richtigen Gameplay-Videos, also noch schlimmer als eigentlich jetzt dieses Event von der ESA zu zeigen. Die ersten Gameplay-Videos kamen bereits am 8. August, irgendwann in der Nacht, ja, in der Nacht zum 9. raus. Und viele fingen dann auch bereits am Mittag, am 9. August an, da die ersten Videos raus. Kann denn niemand Fisch anbeißen? Entschuldigung. So, warum passiert hier nichts? Da kriegt man nicht nur keinen Key. Schreibt dann nochmal sein Netzwerk an. Wo bleibt der Key? Was kann man machen? Ja, also Key wird nicht elektronisch verschickt, sondern das kommt per Post. Ja, okay, kommt per Post. Wie gesagt, bis heute nicht. Also im Internetzeitalter ein Game Key per Post schicken. Ich meine, ist ja schön, dass man noch was boxt kriegt quasi, aber... Ja, und dann eben dieser Mist mit keiner hält sich an die Non-Disclosure Agreements, an die Nichtveröffentlichungsvereinbarungen, ja. Und haut da Videos raus, nur um dann der Erste zu sein, um der Allererste zu sein, der seine Videos hochlädt. Denn das ist das Tolle bei YouTube, ja. Bei YouTube, wenn du der Erste bist, dann bist du in der Suche ganz weit oben. Und dann bist du top gerankt. Und dann finden dich die Leute.
Und damit bloß keine Chancengleichheit ist, da ist einem dann plötzlich die NDA scheißegal. Oder man möge Verschwörungstheorien machen, dass für andere andere NDAs gelten und der kleine Koya da einfach mal unten durchgefallen ist. So oder so, das ist eine große Scheiße. Ja. Und dann gibt es eben noch diese YouTuber, die dann, wie gesagt, so deutlich vor Ablauf dieser Frist anfangen, Videos rauszuhauen und dann auch gleich 5 oder 6 am Tag. Ja, 10 bis 15 Minuten lang ist egal, weil es gibt ja die YouTube-Suche und die reagiert auf Menge. Ja, möglichst viele Videos von einem Thema zu haben, ist für die YouTube-Suche was richtig Geiles. Dann ist man top gerankt und dann ist man oben. Also hauen da YouTuber 10, 15 Minuten Videos raus, aber dann eben gleich 5, 6 Stück an einem Tag hinten raus. Und der doofe Koya, der ist halt artig und macht weiterhin seine 25, 30 Minuten Videos und davon höchstens 2 am Tag, wenn es mal hochkommt. Ja. Dann wird man halt wieder nicht gefunden. Dann hängt man wieder hinten dran. Das hat man davon, wenn man sich an Regeln hält. Ist eine Scheißwelt, ganz ehrlich. Manchmal ist es echt eine Scheißwelt, in der man hier zu Hause ist. Aber deswegen fange ich nicht an, irgendwie so einen Mist zu bauen. Sag mal, irgendwie hier die Fische, ne, also läuft. Ich habe zu viel gemotzt. Ich hab zu viel Scheißlaune verbreitet. Sorry, ich bin noch immer geladen. Ihr merkt es ja absolut, ne? Aber ich bin noch immer geladen wegen dieser Sache. Also das kotzt mich so an. So ein Verhalten und überhaupt das, wie das da abgelaufen ist insgesamt. Ich werde da mit einigen Leuten mal ein paar sehr ernste Worte reden jetzt die nächsten Tage und dann schauen, wie ich da bezüglich Netzwerk und bezüglich solchen Events und Veranstaltungen weitermache. Weil ich bin bisher eigentlich sehr gut gefahren, mit den Herstellern direkt Kontakte zu pflegen. Habe die Hersteller meistens direkt selbst angeschrieben und hatte dann eben meine guten Kontakte. Und jetzt läuft das alles über irgendwelche PR-Agenturen und noch eine Agentur, die dazwischen ist und Netzwerk noch dazwischen. Und dann hast du 3 Leute, oder nicht nur 3 Leute, sondern 3 Unternehmen, wenn du so willst, die alle irgendwie ja drauf aus sind, ein bisschen Kohle zu machen auch. Und Zeit ist sowieso Mangelware und dann geht man verschütt als kleiner YouTuber mit 44.000, 45.000 Abonnenten. Da ist man dann gerade mal scheißegal, wenn der mal keinen Key kriegt. Aber wenn man mit dem Hersteller direkt einen Kontakt hat, die sind meistens doch irgendwie ein bisschen bodenständiger, gerade diese Indie-Entwickler. Und dann, hier sind überall keine Fische mehr, das ist ja Wahnsinn. Und dann kommt man an die Sachen, dann braucht man kein Netzwerk, keine PR-Agentur, keine Scheiße da ringsrum. Einfach mal bodenständig, klar. Die Sache selbst in die Hand genommen ist manchmal 1000-mal besser, als da sich auf irgendwelchen verlassen zu müssen. Wenn man sich auf andere verlässt, ist man verlassen. Der Spruch gilt leider immer wieder. Und dann driftet diese YouTuber-Welt halt, wie gesagt, auch noch so in diese... haben wir doch mal was. Ein Pelagornis. So, ehe der jetzt aus Versehen im Wasser landet. Hier, Dünnbrettbohrer. Nee, wie habe ich... Doch, Dünnbrettbohrer wollte ich ihn nennen. So. Dünnbrettbohrer, so. Zack. Na du... Es gab doch mal irgendwo, wo war denn das? So einen Raben. Der hat auch so einen riesen Schnabel gehabt. Welcher? Das war so ein gemalt, gezeichneter Rabe. Wo war denn der? Bei irgendeiner Kinderserie. Erinnert mich gerade total an den. Rudi. Wir könnten ihn auch Rudi nennen. Aber schöne Zähnchen hat er. Bin ich gerade sehr erstaunt drüber, dass das ein Vogel ist, der noch Zähne hat in seinem Schnabel. Also das sind ja diese Urvögel sozusagen. Ja, die waren ja noch... Naja, so ein bisschen an die Dinosaurier angelehnt, aber das auch der ist ja nicht so viele Millionen Jahre alt, wo der gelebt hat, quasi. Dass der noch Zähnchen hat, ist ja interessant. Ich lerne auch dazu. Oh, oh, da will uns gerade jemand auch unseren Vogel wegfrühstücken, glaube ich. Was haben wir denn da? Nein, das war Wasser, was ich jetzt gesoffen habe. Egal. War bestimmt auch nötig. Level 5 Spino, den mache ich sogar mit dem Vogel platt, glaube ich. Sekunde. Hat es hier? Ne, ich habe es sogar noch im Inventar. Also genug jetzt über die böse, böse YouTuber-Welt gelästert. Fakt ist. Oh. Fakt ist. Fakt ist. Fakt ist, ich bin schwer. Der kann tragen.
115 Kilo und ich habe 188. Da guckst du. Echt gerade cool, oder? Foto. Ich muss einiges loswerden. Zack, 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 das, das, hier, komm, so, so und so und da brauchen wir auch nicht so viele und hier das noch und das noch. Immer noch zu viel, dann das vielleicht noch weg und die Angel brauchen wir jetzt auch nicht, wenn wir da fliegen und ein paar weniger Schuss und noch weniger Schuss. Wen können wir jetzt wieder landen? So viel, so weit sind wir schon mal. Aber ich bin immer noch viel zu, vor allem weil der Sattel ja auch 20 Kilo wiegt oder sowas. Das muss dann jetzt auch noch da rein und das tun wir noch. Und da ich keinen Schuss habe, brauche ich das ja jetzt auch nicht. Und ich sehe gerade, ich habe auch überhaupt doch eine Armbrust. Uiuiui. So viel zu dem Thema. Der stand noch auf Follow. So, den Spino werden wir gleich noch verfrühstücken. Jetzt mal gucken. 77 von 115. Da müsste man eigentlich ganz gut flattern können. Ah ja, geht doch. Guck mal, noch ein Spino. Sind alle wieder respawned hier seit dem letzten Mal. Mich interessiert aber auch eure Meinung, um das noch abzuschließen. Super. Mich interessiert aber auch eure Meinung zu diesem ganzen Thema. Kriegt man das so als Zuschauer überhaupt mit, was da so im Hintergrund, wie verkommerzialisiert das Ganze zunehmend wird? Was da überhaupt so abläuft? Kriegt man das mit? Ach, gucke. Den hat es zerlegt. Das sind also doch ein paar Piranhas. Dann gehen wir doch nochmal angeln. Oder ist das alles... Huch! Oder ist das alles irgendwie auch als Zuschauer egal? Oder würde man anders schauen, wenn man wüsste, was abgeht? Naja. Ach komm, wir wollen doch mal wassern. Ja, wir müssen ja noch... Ich habe nur Angst vor den Piranhas, sage ich ganz ehrlich. Aber schauen wir mal. Ah, einfach landen. Hui! Hihi! Hui, did we! Hihi! Geht ganz gut ab. Mal gucken, wenn wir jetzt an Land kommen, was dann passiert. Läuft er dann so ein bisschen einfach so? Ne, dann fliegt er direkt wieder. Ah, okay. Und ansonsten landen auf Wasser. Moment. Landen. Und abheben. Da muss man ein bisschen in die Luft gucken, damit er gleich hochgeht. Ja. Wer wird denn gleich hochgehen? Na komm, landen. Auf Seelings will er nicht so recht landen, aber macht ja nichts. So, dann schauen wir mal, ob wir jetzt hier vielleicht... Obwohl die Piranhas weiter vorne beim alten Spino da sind. Eher, zumindest. Mich wundert, dass die den nicht auffrühstücken, weil die haben ja zerlegt. Normalerweise müssten die den eigentlich auch essen. Aber, achso, nee. Apropos Essen, das muss ich nämlich auch gleich mal. Das nehmen wir und das. Und so, und dann essen wir. 1, 2, 3. Und dann können wir noch mal ein bisschen angeln. Sonst würden wir beim Angeln vermutlich verhungern, solange wie das dauert. So, ich will jetzt noch mal was da rausholen. Da sehe ich, da unten sehe ich schon, da ist ein Piranha, glaube ich. Oder? Nee, das ist ein Lachs. Aber wie gesagt, hier, der Spino ist augenscheinlich gestorben. Also muss hier was Böses im Wasser sein. Da links sind auch Fische. Ja, du kriegst gleich deinen Fisch. Müsste eigentlich auch noch im Inventar haben. Gibt gleich lecker Happy Happy. Bestimmt. Also Fische gibt es hier gerade genug. Hier ist viel. Jetzt müsste eigentlich auch dann mal hoffentlich schnell einer anbeißen. Der hat sich spontan anders überlegt. Das wäre aber ein Brocken gewesen. Der hätte mich aber quer durchs Wasser gezogen hier. Da hätten wir aber einen Antrieb für unser Boot. Na. Yam. Ja. Yam. Oh Mann, du Blödsinn.
Ja. Was? Oh. Hat schon was angebissen? Ach, Angeln ist sehr beruhigend. Das ist gerade das, was ich genau brauche nach diesen Tagen. Ja, No Man's Sky ist damit aber auch für meinen Kanal. C, was? C. E. Nochmal E. X. D. Q. A. A. X. Q. C. E. Uiuiuiui. Da habe ich jetzt Prime Fish Meat rausbekommen. Siehste. Wie lange ist das haltbar? Oha. Nicht so lang. Moment. Wie lang jetzt? 17 Minuten. Ich glaube, so schnell kriegen wir keinen neuen Vogel. Gewicht, mal schauen. Ja, 5 Kilo gibt es dann mehr. Super. Habe ich sonst irgendwas? Mushrooms habe ich rausbekommen. Dieses Organic Polymer, das vergammelt ja auch. Komm auch da rein. Ach, ist genauso lang haltbar. Super. Ja. Also so mit Blueprints scheint dann immer viel zu kommen. Was ich eigentlich noch sagen wollte, No Man's Sky ist damit raus bei mir, weil ich habe auf den Mist jetzt überhaupt keinen Bock mehr. Und wie gesagt, jetzt würde ich eh hinterher schwimmen. Das Spiel hatte mich schon interessiert, hat aber jetzt gehörig meine Laune auf dieses Spiel verdorben. Dann eben diese Machenschaft der anderen da, 20 Videos da gefühlt rauszuhauen mit einem Schlag und dann auf die NDA zu scheißen und so weiter. Nee. In diesen Tumult begebe ich mich nicht. Sollen die mal alle machen. Wir haben auch andere coole Games, da wird es einiges geben in der nächsten Zeit. Irgendwie vermisse ich... Bin ich nicht? Moment. Bin ich nicht in meinem... Doch, wäre ich. Ich wäre... Es wäre nur deutlich weiter weg gewesen, als ich gedacht habe, meine Heimat. Wird in der nächsten Zeit sehr viel geben. Ich freue mich auf Final Fantasy 15. Das kommt ja im September, 30. September, glaube ich, war Release-Datum. Da kommt Final Fantasy 15. Da werde ich zuvor auf der Gamescom schon mal beim Stand von Square Enix vorbeischauen. Dann werden wir uns das Ganze mal zu Gemüte führen. Ich hoffe, da darf ich dann was von zeigen. Und ansonsten haben wir Final Fantasy 7, das Remake. Das wird allerdings wahrscheinlich eher 2017. Ich habe allerdings noch ein paar andere Titel auf der PlayStation 4, die mich sehr interessieren. Horizon Zero Dawn, das ist auch ziemlich geil. Das würde ich auch sehr feiern, wenn wir das mal als Let's Play auspacken könnten. Also insofern, da gibt es genug. Ich habe übrigens nochmal bei dem ARK Wikipedia nachgesehen. Die Vögel sollen da oben nach wie vor sein, ne? Die sollen da nach wie vor sein. Und wisst ihr was? Wir machen das jetzt mal so. Der steht ja, denke ich, recht safe. Der Angsthase. Hoffe ich jetzt einfach. Wir fliegen da jetzt mal hin. Das geht schneller als mit dem Floß. Bestimmt. So schnell ist er nicht. Obwohl, der ist so in der Geschwindigkeit, also wenn man jetzt von den Standardwerten ausgeht, nicht von irgendwelchen bereits gepimpten, dann ist er so von der Geschwindigkeit, glaube ich, zwischen Argentavis und diesen Pteranodons. Also eigentlich schon ganz gut, aber recht ausdauernd. Ich bin die ganze Zeit jetzt am Sprinten. Die Ausdauer ist gerade jetzt bei halb. Ist eigentlich okay. Nur, dass wir unser Floß wiederfinden, schaffen wir schon. Hier auf der Insel müssen wir dennoch mal kurz zwischenlanden. Ich muss mich mal kurz muten. Kleinen Moment. Allergie immer noch. Grausam. Moment. Ach ja. Das wird hoffentlich auch bald zu Ende sein. Die Gräsersaison ist ja gerade. So, und hier land mal kurz. Und dann da vorne, das ist die Ecke,
wo die sich jetzt rumtreiben sollen. Na komm, landen, ja. Das ist die Ecke, wo die sich rumtreiben sollen. Wie gesagt, ich habe extra nochmal geguckt. Und ja, und es ist augenscheinlich genau dort. Ja, also hat sich auch nichts geändert mit irgendeinem Update oder so. Ich habe nachgeforscht, weil ich es ja selbst nicht glauben konnte. Also entweder haben wir Pech, was sein kann. Oder bei unserem Spielstand stimmt irgendwie nichts, was auch sein kann. Oder das Ark-Wikipedia ist falsch, was unwahrscheinlich ist, denn bisher war das sehr zuverlässig. Wir werden es sehen. Und ansonsten flattern wir mal mit unserem neuen hier Dünnbrettbohrer, ja. Sieht irgendwie sehr entspannt aus, wie man da drauf sitzt. Eigentlich auch nochmal ein schöner Screen. So. Hauen wir mal die verschiedensten. Gucken, dass ich nicht gleich hier abstürze. Ja, siehst du, das meine ich. Alter, landen. Moment. So viel Ausdauer ist es dann doch nicht. Also den muss ich noch ganz gut ausbauen, den kleinen hier. Ich glaube, die sind, was die Last betrifft, noch schlechter als die Pteranodons. Scheint es mir zumindest. Haben die irgendwas mit C? Nee. Nee, keine Sekundärattacke. Und Rechtsklick auch nicht. Klingt auf jeden Fall so, als würden sie Schaden machen, wenn man zubeißt. Auch mit den Zähnchen da. Könnte ich mir vorstellen, dass die gar nicht mal wenig Schaden haben. Wie sieht's denn da überhaupt aus? Mini-Damage 165, Movement Speed 136. Leben ist wenig, Oxygen. Gut, Taubvögel sind sie ja jetzt nicht. Wir sind nach wie vor keine Vögel bei mir. Ich hatte jetzt so Hoffnung, weil es ist jetzt eine neue Aufnahmesession, alles nochmal neu geladen. Und ich hatte dann jetzt so eine leise Hoffnung, dass das vielleicht respawned ist oder resettet ist, ne? Dass da irgendwie was käme. Ist aber nicht. Das sind alles Pteranodons, allesamt. Könnte natürlich sein, dass die sich einen Spawnpunkt teilen. Das ist durchaus möglich. Das ist durch... Ah, guck mal, die los. Da können wir mal den Schaden gleich testen. Da zum Beispiel. Lässt du den Dodo in Ruhe? Oh. Greifen kann man mit dem Vogel nichts, das weiß ich schon zumindest. Das ist ein Level 74er Dilo, wenn ich das gesehen habe. Alter, okay. Ich lass das. Der macht ja so gut wie gar keinen Schaden. Und das mit den Zähnchen. So was. Also, die große Frage ist, was stellt man dann mit so einem Tier an? Ich frage mich zum Beispiel gerade, ob der nicht im Wasser sogar schneller ist als an Land. Als an Land sowieso, als an der Luft. Das probieren wir gerade mal auf dem Rückweg. Könnte durchaus sein, dass der im Wasser noch schneller ist als... Noch schneller ist als in der Luft. Frage ist nur, ist er auch schneller als ein Hai? Das wäre die alles entscheidende Frage im Grunde genommen. Und verliert er Stamina, wenn er im Wasser ist? Auch eine entscheidende Frage. Wir werden es sehen. Stamina scheint er, wenn überhaupt, minimal zu verlieren. Und er geht recht gut ab. Oh. Lasst mich. Alter, 1, 2, 3, Alter! Wie viel? Was? Ach, das sind alles. Oh
Geld ab. Die Karawane zieht weiter. Jetzt geht sie los mit ganz großen Schritten. Die Wasserbolognese. Yay. Hey, lasst mich. Oh, oh. Oh, scheiße. Man verbraucht doch Stamina. War ein schöner Vogel. Also es geht, wenn man kurz dann stehen bleibt, dann regeneriert's. Eieieiei. Also man verbraucht Stamina im Wasser. Alter, was da im Wasser los ist. Ist nicht euer Ernst. Und wir haben vorhin die Angel ins Meer, oder was heißt vorhin, in der letzten Folge die Angel ins Meer geworfen und nichts hat angebissen. Gut, wenn man das so sieht, was da rumschwimmt, da war es gut, dass es nicht angebissen hat. Ah, lange nicht mehr. Übrigens soll ein Update jetzt in Arbeit sein für The Center, was nochmal die ganzen Wettermodelle und das ganze Wolkensystem und so überarbeitet. Also nochmal dran geschraubt wird, was jetzt hier Gewitter und so betrifft, dass es nicht ganz so häufig ist, dass die Wolken noch besser aussehen, obwohl ich finde das eigentlich schon recht schick. Bin mal gespannt, was da kommt. Ja, und ansonsten bleibt festzuhalten, dass The Center wirklich einfach ungeschlagen ist, was die Karten betrifft. Also da gibt es momentan nichts anderes, was ansatzweise dahin kommt. Ach ja, die Blitze sollen, glaube ich, auch überarbeitet werden, dass sie noch ein bisschen besser und realistischer daherkommen. Da gibt es nichts, was da momentan hinkommt, was ansatzweise so schön gestaltet ist wie diese Karte hier. Valhalla ist eigentlich auch ganz nett gemacht, allerdings hat es echt viele Bugs noch. Und da wird sehr selten was dran gearbeitet. War dann auch der eine Grund, weshalb wir uns bei unserem Community-Server Staffel 3 dann dagegen entschieden haben, die Valhalla-Map zu nehmen und dann doch wieder hier gelandet sind. So, also, es bleibt festzuhalten, da oben dieser Spawnpunkt ist entweder, wie gesagt, dann bei mir verbuggt oder ist im Wikipedia falsch, im ArcWiki falsch. Auf jeden Fall, da gibt es keine Vögel. So viel kann man schon mal festhalten. Dafür gibt es allerdings jede Menge Haie, Rochen und sonstiges Getier, was wir gerade überhaupt nicht gebrauchen können. Ich bin so ein bisschen am Überlegen, ob es überhaupt Sinn macht. Was haben wir denn? Wir haben ein Männchen, ne? Gut, ein Weibchen noch zu holen wäre nicht ganz dümmlich. Dass wir Eier kriegen. Aber ganz ehrlich, dafür sind die mir zu nutzlos, als dass ich jetzt sagen würde, ich muss unbedingt jetzt direkt schnell noch ein Weibchen rausholen. Dann lass uns lieber jetzt zurückfahren, beziehungsweise in der nächsten Folge zurückfahren. Und dann schauen wir mal nach den Allosauriern. Hätte ich jetzt mehr Lust drauf, als nochmal so einen blöden Vogel zu suchen, die sich andauernd vor mir verstecken. Völlig erfolgreich. Also von daher, nächste Folge vielleicht schon in Richtung Allosaurier. Ansonsten müssten wir auch mal wieder bauen. Da oben in unserer Bude, da steht ja noch so ein bisschen was an. Da wollte ich ja noch dekorieren. Also noch so ein paar Sachen aus der Echo Trees Mod, die jetzt übrigens wieder zu funktionieren scheint. Noch ein paar Sachen daraus eigentlich bauen. Ja, viel zu tun. Mal gucken, was wir anstellen. Vielleicht ist der 71er Allo noch da, dann müsste ich allerdings vorher noch mein 10-Turm Reloaded bauen. Ja, wahrscheinlich dann aus Stein auf Floß. Ja, ein Floß mit so einem Stein-10-Turm drauf, das wäre wahrscheinlich ein ganz gutes Mittel, um hier gut unterwegs zu sein. Kann man ja mal schauen. Wie gesagt, wenn der 71er Allo noch da ist, wäre das durchaus eine gute Alternative. Dann können wir immer noch irgendwann dekorieren. Läuft uns ja nicht weg. Bis zur nächsten Folge dann. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Meinung und Kommentare. Ich bin sehr gespannt drauf. War ja wieder eine Laberfolge. Und eine Lästerfolge, ich gebe es zu. Aber muss halt auch manchmal raus. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.